Hallo und herzlich willkommen bei Sprakuku Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über die Nominalisierung. Ich zeige euch anhand eines authentischen Beispiels, wie man einen adverbialen Nebensatz einerseits und einen Ergänzungssatz andererseits nominalisiert. Und wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. Sprakuku Deutsch lernen. In diesem Video geht es also um die sogenannte Nominalisierung. Und diese möchte ich euch Schritt für Schritt erklären. Und das auch noch einfach. Aber wie soll das bloß funktionieren? Ganz einfach. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr habt ein Hochschulstudium der Romanistik absolviert und sucht gerade nach einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule. Und auf einmal entdeckt ihr in einem Forum eurer Wunschuniversität einen Beitrag einer ehemaligen Studierenden, die von einer zu besetzenden Stelle spricht und dann auch noch den Tätigkeitsbereich beschreibt. Und dieser Tätigkeitsbereich lautet wie folgt. Damit es authentisch bleibt, lese ich einfach mal den Tätigkeitsbereich im Original vor. Liebe Absolventen und Absolventinnen, an unserem Institut ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Sprachwissenschaften zu besetzen. Zu euren Aufgaben gehört, dass ihr den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützt sowie sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen betreut. Ihr erfüllt die Stellenvoraussetzungen, wenn ihr ein Hochschulstudium der Romanistik abgeschlossen habt und zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bereit seid. Aber was möchte ich nun von euch? Wir sehen uns nun diese Konstruktion etwas genauer an. Und zwar den folgenden Satz. Sie beschreibt ja den Aufgabenbereich wie folgt. Sie sagt zunächst, zu euren Aufgaben gehört, dass ihr den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützt sowie sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen betreut. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Nun ja, wir haben hier einen Ergänzungssatz. Und dieser Ergänzungssatz beinhaltet zwei wichtige Informationen, die jeweils mit einem Verb enden. Zum einen mit unterstützt und zum anderen mit betreut. Und dazwischen steht noch eine Konjunktion, die diese Informationen miteinander verknüpft. Das ist ja logisch, oder? Aber jetzt, was gibt es zu tun? Dieser Satz soll nominalisiert werden. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä? Was mache ich denn jetzt? Nun ja, seht euch nochmal diese Informationen an. Wir beginnen mit der ersten Teilinformation. Und zwar den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützen. Und diese Information sollt ihr nun nominalisieren. Wie funktioniert das? Seht euch dann zunächst einmal das Prädikat bzw. das Verb in diesem Beispiel an. Unterstützen. Überlegt euch dann vielleicht auch, ob es ein intransitives oder transitives Verb ist, mit welcher Ergänzung es steht, so wie in diesem Beispiel steht es mit einer Akkusativergänzung. Das wird später noch wichtig und das sage ich dann auch nochmal. Okay, wir beginnen mit dem Verb unterstützen und suchen nun ein passendes Nomen. Wie lautet dieses Nomen? In diesem Beispiel die Unterstützung. Das ist der erste Schritt, den ihr vollziehen müsst, wenn ihr eine verbale Struktur in eine nominale Struktur überführen möchtet. Das ist wirklich wichtig. Es klingt simpel, aber es wird noch komplexer, das verspreche ich euch. Und nun haben wir den ersten Schritt getätigt und sehen uns dann nochmal die Konstruktion an. Wir haben noch den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützen. Und wissenschaftlich ist auch sehr wichtig, weil es bei der Überführung in eine nominale Struktur an einer anderen Position steht und eine andere Funktion einnehmen wird.
In unserem Beispielsatz ist es ein Adjektiv, wissenschaftlich. Aber ein adverbial gebrauchtes Adjektiv. Es bezieht sich auf unterstützen. Das wird später noch wichtig, also bitte aufpassen. Und wenn ihr jetzt dieses wissenschaftlich erkannt habt und gemerkt habt, es ist ein adverbial gebrauchtes Adjektiv, müsst ihr bedenken, dass dieses bei der Überführung, also in der Nominalform, zu einem attributiv gebrauchten Adjektiv wird. Okay? Als Beispiel können wir erst noch einmal das Nomen nehmen. Wir hatten die Unterstützung und schieben jetzt das im Ausgangssatz adverbial gebrauchte Adjektiv dazwischen und es wird nun attributiv gebraucht. Wir haben jetzt die wissenschaftliche Unterstützung. Okay? Also ist der zweite Schritt getan. Wir haben ein Verb zu einem Nomen überführt oder ein Nomen aus einem Verb gebildet und wir haben das Adjektiv, das adverbial gebraucht wird, nun erkannt und erkannt, dass dieses nun attributiv auftreten wird. Des Weiteren hatte ich vorhin schon angedeutet, dass das Akkusativobjekt bzw. die Akkusativergänzung noch wichtig wird. Denn diese wird in dem nominalisierten Satz zu einem Genitivattribut. Wenn ihr einen Aktivsatz habt mit einer Akkusativergänzung, wird diese zu einem Genitivattribut. Und dann lautet unsere bisherige Lösung wie folgt. Die wissenschaftliche Unterstützung des Lehr- und Forschungsbetriebs. Oder andersrum. Die wissenschaftliche Unterstützung des Forschungs- und Lehrbetriebs. Es waren also drei Schritte und ihr merkt, das ist ganz schön komplex. Also ausgehend, ich stelle mal meinen Laptop hier ab, ausgehend von den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützen, bis hin zu die wissenschaftliche Unterstützung des Forschungs- und Lehrbetriebs. Sehen wir uns nun den zweiten Teilsatz an und werden diesen auch noch einmal nominalisieren. Und danach zeige ich euch, was wir schon kreiert haben. Die zweite Teilinformation lautet: sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen betreuen. Das ist etwas kürzer. Ich lasse mein Laptop mal hier stehen, dann habe ich beide Hände die volle Bewegungsfreiheit. Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen betreuen. Auch hier zuerst einmal das Verb. Betreuen. Denkt noch einmal dran, was für eine Ergänzung benötigt dieses Verb. Dieses Verb benötigt eine Akkusativergänzung. Das wird auch wieder wichtig, wie ihr vorhin schon erfahren habt. Also wir haben betreuen und das muss überführt werden in eine andere Wortart. Es soll ein Nomen ergeben. Betreuen wird zu die Betreuung. Erster Schritt ist getan, also abhaken. Und dann gibt es noch die Akkusativergänzung, nämlich sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen. Und diese wird zum Genitivattribut und bezieht sich auf das Nomen die Betreuung. Dann lautet die Zwischenlösung wie folgt: Die Betreuung sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen. Auch hier passt auf die Endungen auf, denn diese signalisieren ja ganz häufig auch den Kasus, so wie in diesem Beispiel, den Genitiv, des Genitivattributes. Dann haben wir ja schon eine Stellenausschreibung kreiert in diesem Fall. Vorhin hatten wir ja diesen informellen Beitrag im Forum und jetzt könnten wir schreiben, Ihre Aufgaben: wissenschaftliche Unterstützung des Forschungs- und Lehrbetriebs und Betreuung sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen. Das kennt ihr sicherlich aus den Stellenbeschreibungen. Dort werden die Aufgaben, so wie in diesem Beispiel, ja ganz häufig stichpunktartig angeführt. Und stichpunktartig gibt schon Hinweis, es
kommt auf eine komprimierte Darstellung an. Das heißt, Stellenausschreibungen stehen ganz häufig im Nominalstil. Sehen wir uns den Ausgangssatz noch einmal an und stellen diesen dann dem Lösungssatz gegenüber. Zu euren Aufgaben gehört, dass ihr den Forschungs- und Lehrbetrieb wissenschaftlich unterstützt und sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen betreut. Das ist der Ausgangssatz und dieser lautet nominalisiert. Zu euren Aufgaben gehört die wissenschaftliche Unterstützung des Forschungs- und Lehrbetriebs sowie die Betreuung sprachwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen. Und hier merkt ihr schon einen Unterschied. Bitte denkt nochmal an die Schritte, die wir vorhin Schritt für Schritt abgearbeitet haben, denn dann kommt ihr auch auf diese Lösung. Und das könnte ein Beispiel einer DSH-Prüfung sein. Übrigens gibt es dazu auch einen Kurs. Ich habe einen DSH-Kurs oder Kurs zur Grammatik in der DSH-Prüfung kreiert. Hier oben findet ihr einen Link, der führt euch auf meine Seite oder auch in der Beschreibung dieses Videos. Dieser Kurs zeigt euch wirklich Schritt für Schritt Anleitungen der verschiedenen Grammatikthemen, die in der DSH-Prüfung relevant sind. Also schaut euch das unbedingt an. Eine Live-Session mit mir gibt es auch und das ist natürlich der absolute Hammer. Sehen wir uns nun den zweiten Teil des Forumsbeitrages an. Die zweite Teilinformation lautet wie folgt. Ihr erfüllt die Stellenvoraussetzungen, wenn ihr ein Hochschulstudium der Romanistik abgeschlossen habt und zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bereit seid. Beginnen wir mit der ersten Teilinformation. Ein Hochschulstudium der Romanistik abgeschlossen haben. Nun müssen wir uns das Prädikat ansehen. Es ist ein mehrteiliges Prädikat. Und das Vollverb herausnehmen und nominalisieren. In diesem Fall ist es abschließen. Oder klar, in diesem Beispiel haben wir das Partizip 2 und ein Hilfsverb. Aber wir brauchen nun das Verb abschließen. Und dieses muss nominalisiert werden. Das passende Nomen lautet der Abschluss. Dann haben wir im ersten Beispiel eingangs gesagt, dass die Akkusativergänzung zu einem Genitivattribut wird, wenn es sich um einen Aktivsatz handelt. Und das würde in diesem Beispiel lauten, Abschluss oder der Abschluss eines Hochschulstudiums der Romanistik. Allerdings impliziert dieses der Abschluss irgendwie, dass es noch passieren muss. Und eine Stellenvoraussetzung ist ja, dass es schon abgeschlossen sein muss. Also, dass ihr ein Hochschulstudium der Romanistik abgeschlossen habt. Deshalb wäre es meiner Meinung nach etwas schöner, wenn man das Prädikat hier oder das Verb als Adjektiv gebraucht und dann sagen würde, also eine Studienvoraussetzung ist abgeschlossenes Hochschulstudium der Romanistik. Da zeigt das Partizip, das hier adjektivisch gebraucht wird, es ist vorangestellt, dass es schon vollzogen sein oder vollbracht sein muss. Ihr habt diesen Abschluss schon in eurer Tasche. Abgeschlossenes Hochschulstudium der Romanistik. Sehen wir uns noch die zweite Teilinformation an. Zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung bereit sein. Auch wieder eine interessante Konstruktion. Hier haben wir eine, Präpositionalergänzung, noch einmal, und ein adjektivisches Prädikat, bereit sein. Und wir beginnen wieder mit dem Prädikat, deswegen nutze ich oft auch das Fachwort, denn nicht immer wird ein Verb überführt. In diesem Beispiel wird ein Adjektiv in eine andere Wortart überführt, nämlich bereit sein. Und hier wäre ein passendes Nomen die Bereitschaft. Und darauf muss man erstmal kommen, das ist gar nicht so einfach. Klar, wenn das der Lehrer sagt, oh ja, logisch. Aber wenn ihr vor der Aufgabe sitzt,
ist das nicht immer ganz so logisch. Ihr sitzt dann dort und denkt euch, bereit sein? Welches Nomen passt hier? Ja, in diesem Fall ist es die Bereitschaft. Und dann haben wir noch eine präpositionale Ergänzung. Diese bleibt unberührt und unverändert. Dann würde die Zwischenlösung lauten, Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung. Sehen wir uns nun das Stellenprofil einmal an. Auch jetzt habt ihr es ja geschafft, ein Stellenprofil zu kreieren. Und das würde nun lauten, abgeschlossenes Hochschulstudium der Romanistik sowie Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung. Ihr könnt euch, glaube ich, jetzt ein Bild von dieser Stellenbeschreibung machen und auch ein Bild davon, ob ihr Chancen habt, diese Stelle zu ergattern oder zu bekommen. Sehen wir uns nun auch abschließend nochmal den Ausgangssatz an und stellen diesen dem Lösungssatz gegenüber. Der Ausgangssatz lautet, ihr erfüllt die Stellenvoraussetzungen, wenn ihr ein Hochschulstudium der Romanistik abgeschlossen habt und zur wissenschaftlichen Qualifizierung bereit seid. Das ist im Verbalstil und nominalisiert lautet dieser Satz, ihr erfüllt die Stellenvoraussetzungen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Romanistik und der Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung. Ein Punkt ist hier an dieser Stelle noch ganz wichtig. Wir hatten in dem Ausgangssatz die Subjunktion wenn und diese zeigt euch, dass es sich um einen Bedingungssatz handelt. Ist auch passend, es geht ja auch um Stellenvoraussetzungen. Unter welchen Bedingungen könnt ihr eine Chance auf diese Stelle haben? Und wenn ihr diese Subjunktion irgendwann mal in einer Aufgabe entdeckt, macht euch klar, dass ihr jetzt eine Präposition braucht, um einen Satz im Nominalstil zu bilden. Für die Subjunktion wenn wäre beispielsweise bei passend oder auch in diesem Fall mit. Das klingt etwas besser, gibt noch mehr das Mittel zum Zweck an, denn hier braucht ihr ja ein abgeschlossenes Hochschulstudium, also mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium und der Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung seid ihr fast sicher und werdet wahrscheinlich demnächst eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch erhalten. Okay, das war's schon mit diesem Beispiel und der kleinen Schritt-für-Schritt-Erklärung. Natürlich kann ich nicht alles abdecken in so einem kurzen YouTube-Video und deshalb schaut euch meinen Kurs an, meinen Online-Kurs. Dort findet ihr ausführliche Erklärungen und ausführliche Grammatikübersichten, die ihr euch zur Hilfe nehmen könnt, wenn ihr Aufgaben zur DSH-Grammatik oder einfach nur zur Verbalisierung und Nominalisierung bearbeitet. Denn nicht alles hat mit der DSH-Prüfung zu tun. Und natürlich gibt es auch in diesem Video wieder eine Übung. Ihr seht nun den folgenden Beispielsatz. Und diesen schönen Beispielsatz mit zwei Teilinformationen sollt ihr bitte nominalisieren. Bitte schreibt eure Lösungen in die Kommentare des Videos. Schaut nicht auf die anderen Kommentare, versucht selbst zu lernen, selbst besser zu werden und lasst euch nicht von anderen Aufgaben beeinflussen, denn ihr wollt die Aufgabe ja lösen und nicht mit Hilfe anderer. Also nicht abgucken, nicht spickeln. So, okay, viel Spaß bei der Übung und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und ein Abonnement meines Kanals freuen und ich freue mich wie immer auf das nächste Video für und mit euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.